Moin. Geht es um historischen Orgelbau, gibt es so zwei große Epochen, die immer wieder genannt werden: Barock und Romantik. Und das zu Recht. In beiden Epochen ist im Orgelbau viel passiert. Man ziehe nur mal ein Plenum in Westerhusen und danach einige Kilometer weiter in Loppersum. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. In diesem Video geht es aber um die Zeit zwischen diesen beiden Epochen. Die Musik tendierte von den verwobenen, bassorientierten Kompositionsweisen des Barocks, die man beispielsweise bei Bach findet, hin zur Betonung von Melodie, zur besseren Greifbarkeit und zu mehr Eingängigkeit. Mozart kennt man beispielsweise. Orgelbau in Norddeutschland äußerte sich das in mehr solistischen Registern, wie beispielsweise der Traversflöte oder dem labialen Kornett. Beide Register gab es bereits schon lange zuvor, vor allem in anderen Regionen, wurden aber zu der Zeit auch in Norddeutschland häufiger. In Ostfriesland etablierten sie sich beispielsweise mit Orgeln von Johann Adam Berner oder Johann Friedrich Wentin, wie hier zu sehen. In Aale baute Wentins Konkurrent Hinrich Just Müller die Orgel in diesem Video. Interessanterweise sucht man die zeittypischen Register hier vergeblich. Und das, obwohl Müller durchaus schon mal Traversflöten gebaut hat. Auch wirkte Müllers ehemaliger Schüler Johann Gottfried Rohlfs maßgeblich in Aale mit. Er hat zuvor eigenständig eine Orgel in Bohave gebaut, wo sowohl Kornett als auch Traversflöte vorkommen. Für die Auswahl der Register in Aale war der Schulmeister Neddersen verantwortlich. Zunächst erscheint die Auswahl der Flötenstimmen etwas konservativ. In der über 100 Jahre älteren Schnitger-Orgel im Norden findet man beispielsweise die gleichen Flötenregister. Gedackt 8 Fuß, Rohrflöte 4 Fuß und Waldflöte 2 Fuß sind dort im Rückpositiv und eine Flöte in Quintlage gibt es dort als Nasat im Hauptwerk. Natürlich baute und intonierte Müller sie nicht exakt genau 1:1 wie Schnitger. Es ist nur so, dass man bei vielen ostfriesischen Orgeln in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Tendenzen eines wandelnden Klangideals bereits direkt in der Disposition sehen kann. Traversflöte und Kornett wie bei Wentin hätte man im Norden Ludgeri nicht wiedergefunden. Etwas seltsam verhält es sich mit der Quintadena 16 Fuß, die klanglich aber definitiv ein Bordun ist. Eine Quintadena klingt etwas näselnder und ein Bordun grundtöniger. 50 Jahre nach dem Bau der Orgel gibt der Pastor der Gemeinde die Disposition mit Quintadena 16 Fuß an.
In verschiedenen Dokumenten erscheint es so, als ob dann die Quintadena durch einen Bordun ersetzt worden wäre. Das ist durchaus plausibel, denn schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist die Quintadena fließend vom Bordun abgelöst worden. Die Quintadena war eigentlich schon beim Bau dieser Orgel recht konservativ. Ich vermute mal, dass die Registerbeschilderung bei der letzten Überholung im Jahr 2000 nach der Mitteilung des Pastors geschrieben wurde, aber die Pfeifen des Borduns wiederverwendet wurden. Vielleicht ist der Bordun auch original von Müller und Rolfs und der ursprüngliche Plan wurde schon beim Bau verändert. Der Pastor könnte dann die zunächst im Vertrag festgehaltene Disposition abgeschrieben und diese Änderung nicht berücksichtigt haben. Mal schauen, was sich bei der geplanten Restaurierung noch so ergibt. Insgesamt hat die Orgel dafür, dass sie kurz vor 1800 fertiggestellt wurde, eine Disposition, die genauso gut aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen könnte. Vor allem, wenn sie tatsächlich eine Quintadena hatte. Ein Register, das es zumindest noch nicht seit Jahrhunderten in Ostfriesland gab, ist dann aber doch in Aale vorhanden. Es gehört zu einer ganz anderen Sorte, die erst Mitte des 18. Jahrhunderts aus der Gegend in und um Osnabrück und generell Westfalen nach Ostfriesland kam. Die Viola di Gamba 8 Fuß gehört zu den Streichregistern. Originales Pfeifenwerk von Müller gibt es nur im Hauptwerk. Dort ist neben den Oktaven 4 und 2 Fuß der Flötenchor original erhalten, was ja schon so einige Stimmen sind und in dieser Komplettheit eine tolle Sache ist. In Teilen original ist zudem die Viola di Gamba, was in Ostfriesland bei dem Alter des Registers gar nicht mal so oft vorkommt. Betrachtet man die Zahl der original erhaltenen Register, entsteht schnell der Eindruck, man habe später viel ersetzt. Die Wahrheit ist aber, dass viele Stimmen aus Geldmangel gar nicht erst gebaut wurden. Für das komplette Brustwerk konnte Müller nur eine spätere Erweiterung vorbereiten. Offenbar musste er außerdem teilweise älteres Pfeifenwerk wiederverwenden. Heute sind die fehlenden Plätze aber mittlerweile besetzt, sodass die Orgel nun über 18 Register verfügt. Besonders die Flötenstimmen sind nochmal kräftig aufgestockt worden, sodass die Orgel nun ganze 8 Flötenregister enthält. Das ist knapp die Hälfte aller Register. Zum Vergleich, die größentechnisch ähnliche Orgel, die Müller 20 Jahre zuvor in Mansacht gebaut hatte, hat 3 Flötenregister. Der Flötenchor im Hauptwerk besteht nun aus Bordun 16 Fuß, Gedakt 8 Fuß, Rohrflöte 4 Fuß, Quintflöte 2 Drittel, und Waldflöte 2 Fuß. Ich bin auf Aale aus einem ganz bestimmten Grund aufmerksam geworden. Ich habe nämlich nach einer historischen Orgel gesucht, auf der ich einige Stücke von Johann Sebastian Bach gut interpretieren kann. Nun könnte man zunächst denken, dass eine der vielen Barockorgeln Ostfrieslands, die zu Bachs Lebzeiten hier gebaut wurden, die beste Wahl sei. Die sind hier aufgezählt. Nun ergeben sich da aber ein paar Probleme. Zunächst einmal sollte die Orgel 2 Manuale haben, um einen Cantus Firmus gut absetzen zu können. Die Orgel sollte nicht rein mitteltönig gestimmt sein, da Bach davon ausging, dass alle Tonarten nutzbar sind. Dann sollte die Orgel keine kurze Oktave haben, so nennt man es, wenn um Material zu sparen, im Bass die Töne Cis, Dis, Fis und Gis nicht gebaut werden. Diese Töne setzt Bach aber voraus. Hier sieht man schon, welche wichtigen Unterschiede zwischen Mitteldeutschland, wo Bach tätig war, und Norddeutschland bestehen. Man sieht auch ganz gut, warum Vena gerne mal als Bachorgel bezeichnet wurde. Die Werke sind zumindest physisch spielbar. Das liegt an späteren Ergänzungen und Veränderungen. Zur Erbauungszeit war es nicht möglich. In Canum ist das auch der Fall. Aber wie sieht es mit den Registern aus? Zur Registrierung macht Bach nur wenige Angaben und die er macht, sind eher Sonderfälle.
Bessere Indizien sind seine Gutachten und natürlich die Orgelbauer, mit denen er so zu tun hatte, zum Beispiel Wender oder Trost. Da wird deutlich, dass Streicherstimmen wichtig sind. Bach fordert gleich zwei davon für einen Umbau in Mühlhausen. Neben einigen anderen Hinweisen ist es auch einfach typisch für mitteldeutsche Barockorgeln, viele Charakterstimmen wie Streicher zu haben. Die findet man in Canum und Vena nicht. Das ist auch nichts Schlechtes, sondern beide Instrumente folgen einfach anderen Grundsätzen. Bachs Maßstäbe für Orgeln in Norddeutschland als Qualitätsmerkmal zu benutzen, ist genauso, als würde man italienische Orgeln schlecht finden, weil sie nicht typisch französische Merkmale haben. Natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten und das heißt auch nicht, dass man in Vena kein Bach mehr spielen sollte. Zwischen Bachs Tätigkeitsfeld und Ostfriesland gibt es halt nur einige klare Unterschiede. Also habe ich mir die ostfriesischen Orgeln aus den Jahrzehnten nach Bachs Tod genauer angeschaut und bin tatsächlich in Manslacht und Ahle fündig geworden. In Ahle finden sich zudem einige Flötenregister wieder, die Bach in Mühlhausen haben wollte, zum Beispiel einer Saat oder eine Flöte Dus Vierfuß. Bach wollte außerdem ein Terzregister, um eine Sesquialtera zu bilden. Eine Sesquialtera gibt es hier im später ergänzten Brustwerk. Ahle ist wohl temperiert, aber nicht gleichstufig. Alle Tonarten sind spielbar, haben aber eine Tonartencharakteristik. Auch das kommt den Werken Bachs entgegen. Von Bach und seinem Umfeld sind immer wieder Äußerungen überliefert, die nahelegen, dass er Gravität im Klang wertschätzte. Und auch dem kommt Ahle nach. Im Hauptwerk sind gleich zwei 16-Fuß-Register vorhanden, also zwei besonders tiefe Register. Eines davon ist die Trompete 16 Fuß. Das ist in solchen kleineren Orgeln ohne selbstständigem Pedal schon etwas Besonderes. Normal wäre hier eher ein Dulcian 16 Fuß, weil eine Trompete 16 Fuß schlicht mehr Platz braucht. Dass hier eine Trompete in der Lage vorhanden ist, sorgt schon für ordentlich Gravität. Norddeutsche Barockorgeln tendierten zu einer durchdringenden Schärfe und Brillanz. Wir haben das gerade schon am Beispiel Westerhusen gehört. Ich habe auch bewusst diese Orgel ausgewählt, weil das Pfeifenwerk in Westerhusen eigentlich überwiegend aus der Renaissance stammt. Aber im Frühbarock hat man dort extra die Pfeifen umgearbeitet, um einen schneidenderen Klang zu erhalten und außerdem wurde eine sehr hochliegende Mixtur hinzugefügt. In Mitteldeutschland, wo Bach tätig war, waren die Orgeln auch alles andere als schwach, im Gegenteil, nur eben nicht ganz so extrem und auch mit ein bisschen mehr Wärme im Klang versehen. Die Orgel in Ahle ist kurz vor 1800 fertig geworden und die Klangsprache ist bereits bekömmlicher als noch im Barock dieser Gegend. Die Ahler Orgel ist natürlich keine hundertprozentige Bach-Orgel. Bach hätte wahrscheinlich ein selbstständiges Pedal vermisst, denn dieses ist hier ans Hauptwerk angehängt, was man allerdings mit der Zweimanualigkeit gut kompensieren kann. Auch hat eine mitteldeutsche Viola da Gamba dann doch mehr Strich und Charakter im Klang als das Register hier. Von den historischen Orgeln Ostfrieslands kommt sie einer Orgel für die Musik Bachs aber schon recht nahe. In Ahle kommen eine für um 1800 eher traditionell anmutende Disposition mit einer großen Vielfalt an Flötenregistern, ein Streichregister, Gravität in den Plänen und gleichzeitig eine angemessene Milde im Klang zusammen und bieten reichlich Möglichkeiten für die Interpretation der Musik von Johann Sebastian Bach. In dessen Choralbearbeitung zu Beginn des Videos waren in der Melodiestimme und im Pedal der große Flötenchor im Hauptwerk zu hören. Die Mittelstimmen habe ich auf dem Brustwerk mit Gedackt 8 Fuß und Flöte Dus 4 Fuß gespielt. Nun hören wir die Viola di Gamba 8 Fuß im Hauptwerk zusammen mit dem grundtönigeren Gedackt 8 Fuß. Eines noch in eigener Sache, ich wünsche der Gemeinde Ahle bei der geplanten Restaurierung viel Erfolg. Die Orgel hat wirklich Potenzial und es ist einfach schade, dass man sie momentan nur so auf Sparflamme spielen kann.
Ich sehe in diesem Instrument echt eine Bereicherung für die bereits facettenreiche Orgellandschaft Ostfrieslands und sie ist definitiv was Besonderes.